Guten Tag, meine Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir die restlichen Trainer auf der SSN besiegt. Oder doch nicht? Maki! Bonjour, Brusti! Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier sehe. Brusti, würdest du echt eingeladen? Also, wie geht's wieder Pokers ran? Ich hab schon 40! 40! 40! Warte, ey! Und er hat sogar eine neue Sprite bekommen! Wieso krieg ich keine neue Sprite? Ich will eine neue Sprite mit größeren Brüsten oder so. Wäre schon cool, ne? I don't know. Just Gast. Ernsthaft? Gast. Ja, er fängt an mit Taubuga. Dazu kann ich nicht wirklich viel anderes sagen. Und außer Sandangriff ist scheiße. Ich hasse Sandangriff. Aber um fair zu sein, gäbe es mehr Angriffe wie Sandangriff oder so. Wäre Doppelteam vielleicht auch nicht gebannt. Naja. Was will man tun? Dieses Tauboga richtet mich schon relativ schön hin, aber Traumauto hat es geschafft, es zu besiegen. Dieses Pokémon könnte mir Schwierigkeiten geben. So ein bisschen. Oh wow, dieses Level, das tut mir weh. Das tut weh. Das tut weh. Super effective, bitch! Oh, das war so heftig, das hätte es fast töten können, ne? Okay. Kadaver. Das kann schlimm ausgehen bei meinem... Low Level 18, oh, wow. Okay, das ist mir recht, das ist kein Problem. Okay, der King, ich liebe dich, du bist das Beste. Und Glutexo. Glutexo? Glutexo. What attack that bitch! Wow. Amber? Du bist doch Amber, ich hab schon fucking Leaf. Razor Leaf. Nochmal Amber. Und in der nächsten Runde. Yay! Und du bist down, Maki. Sie können sich mehr Erfahrungspunkte, kein Level Up. wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, smell ja! Richtig selber in deinem Arsch. Ja, da ist der Captain. Oh, Digga, ist scheiße. Seekrank. Puh, danke. Mir geht's schon viel besser. Willst du meine geheime Zerschneidertechnik sehen? Ich könnte dir meine Zerschneidertechnik zeigen, wenn mir nicht so schlecht ginge. Ich weiß, weißt du was? Du kannst diese versteckte Maschine haben. Yay! Ja. Damit kann man kleine Bäume zerstören. Ich hätte nicht hinsehen dürfen. Und bevor ihr fragt, ja, das ist eine echte Karte, die man... Was ist das? Keine Ahnung. Und ja, das ist eine echte Karte, die man sich anschauen kann. Na egal. Ich glaube, wir haben ja alles erledigt, was man auf der SSN so erledigen kann. Alle Trainer besiegt, nettes Battle mit Marke gehabt und Zerschneider bekommen. Nur um schnell zu sagen, sobald ihr Zerschneider bekommen habt und rausgehen wollt, um vielleicht Items zu kaufen oder so, und nicht alle Trainer besiegt habt, die SSN fährt trotzdem weg. Da fahrt sie! Ja, da ist sie. Da geht sie hin. Und man sieht sie nie wieder. Sie ist weg. Yay. Okay, ja, gut. Na egal. Was gibt's noch zu tun hier? Am besten einfach mal, bevor ich es vergesse. Das habe ich nie verstanden. Warum gibt es eine TM-Case? Cut einfach mal Mr. Slave bei Bringen. Machine Zapped! Mr. Slave lernt Cut! Yes! Yes! Gut, ich
Poké Center, Pokémon heilen, stuff, something. Und. Ich glaube, wir gehen am besten einfach mal in die Arena. I guess. Aber warte! Bevor wir in die Arena gehen! Ich werde mich sicher im Editieren wieder dafür hassen, aber... Mondstein! Es ist endlich Zeit, den King zu entwickeln. Warum habe ich ihn nicht früher entwickelt? Misty hatte Wasser-Pokémon und auf der SSN waren Wasser-Pokémon. Aber nun... Ja, viel gibt es hier nicht zu sagen, außer dass es einen Bodentyp bekommt und dass es halt ein stärkeres Pokémon wird. Aber der Bodentyp, der ist das Hauptthema hier eigentlich. Also ja. Nidoking! Awesome! Yes! Nidoking ist awesome! Ich liebe es! Und jetzt macht der Name The King Sinn. Weil Nidoking und The King... Ihr seid dumm. Nee, Scherz. Ich liebe alle meine Zuschauer. Und ja, ich glaube, wir sollten unser neues Nidoking mal testfahren. Obwohl Traumauto besser zum Testfahren ist, weil es ein Auto ist. There's no place for you. Not even if you're good. Was heißt das? Wenn ich euch so ficken kann, warum lasst ihr mich doch nicht einfach zu euch hier, Bitches? Awesome, the king! Gonna kill everyone! Wow, that's... Wow! That's... Und the king kriegt gleich mal Level up. Wow, good going, the king. Ja, okay, und jetzt ist ein Pikachu ist irgendwie der einzige Elektro-Typ, den wir bis jetzt gesehen haben, aber ernsthaft. Zwei Pikachus in einem... Ja. Zwei Pikachus in einem Team? Bist du ein Fan von der Anime oder was? Dann bräuchtest du noch einen Mauzi, um gleich einen Team Rocket Kampf wieder herzustellen, du Bastard. Naja, Taroch Glatzkopf. Ist gut mit Elektrizität, deswegen ist er in diese Arena gekommen. Bailey? Ah, ein neues Elektro-Pokémon, Voltoball! Sehr schnelles Elektro-Pokémon. Aber sonst kann es nicht wirklich viel. Ja, es ist schnell, aber das war's auch. Wie ihr seht. Okay, dieser Volltreffer war vielleicht ein bisschen unfair, aber... Oh, noch ein neues Elektro-Pokémon. Oder nicht neu. Wir haben schon gesehen, Doppelkick ist noch immer awesome dagegen. Vor allem, weil man den King so fucking OP ist. Ich liebe den King! Er ist offen! Ja, wir haben eine Fallspunkte. Engineer Bailey besiegt. Fired! Gut, ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen Bulbapedia ins Rampenlicht hauen. Für den letzten Trainer, den wir hier haben. Weil, keine Ahnung. Wenn wir sein Name hier, das ist Trick McKenna, hier ist ein Hard Taskmaster. Taskmaster? Taskleister? Tucker? Tucker? Huh. Irgendwas sagt mir dann aber, ich weiß nicht was. Na egal, Razor Leaf, der... Okay, wenn du unbedingt zuerst angreifen willst, dann okay, dann ich stehe dann schon nicht im Weg, ich gehe ja schon. Solange du nicht Doppelteam benutzt. Solange du nicht Doppelteam benutzt, dann ist alles gut in der Welt, okay? Boah, Alter. Dieses ist Pikachu, tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Ich meine, ich mag Pikachu, er ist knuffig. Er verknuffig. 1656, wurdest du da geboren, du alter Knacker? Nee, Schatz. Also, was man in dieser Arena tun muss, ist in diese Mülltonne schauen und dann... Yes!
awesome! Erster Versuch! Erster Versuch! Ich fühle mich awesome gerade. Ich könnte jetzt schon den Arena-Leiter antreten, aber lassen wir es mal. 10 Minuten ist ein schöner Part, das reicht fürs Erste. Awesome, ich hätte nicht gedacht, dass ich das gleich beim ersten Versuch schaffe. Awesome. Yes. Weil normalerweise dauert das ewig für mich. Aber hey. Solange ist nicht das Let's Play behindert, ist alles in Ordnung hier, ne? Awesome. Okay, ich würde sagen, offscreen werde ich ein paar Trainer auf der Route, da wo Brust jetzt hinschaut, besiegen. Da ist eine Route, was mir glaubt, dann zeige ich euch schnell, dass da eine Route ist. Da ist Route 11, da sind Trainer, die kann man töten. Ja, ich glaube, ich werde offscreen ein paar von denen eine Lektion erteilen, weil sie leben und hässlich sind und so. Und ja, mich ein bisschen für den Kampf gegen die dritte Arena vorzubereiten. Bis dahin, auf Wiedersehen.